Hallo liebe Fans vom Schlagerplanet. Wir freuen uns, dass wir jetzt und hier das Forum geboten bekommen, zu euch zu sprechen. Es gibt ein Interview mit vielen interessanten Fragen und ich hoffe, die Antworten sind genauso interessant. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und guckt, was wir zu sagen haben. Eure Höhner. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Die Liebe zu meinen Kindern, zu meiner Familie, meiner Frau. Liebe ist alles, was zählt. Oh ja, Udo Jürgens. Ganz klar. Sehr weise, sehr gut. Dürfen wir alle der Schlagergeschichte, wie heißt der nochmal, der Holm, wie heißt er mit Vornamen? Michael Holm, den finde ich klasse. Ich sag nur Kornfeld und Abflug, also für mich Jürgen Drews. Ich bin auch bei Udo Jürgens. Die Höhner haben überhaupt keine Frau genannt. Komm, wir machen jetzt eine Runde mit Frauen. Also komm, okay. Frauen. Helene Fischer. Boah, das hast du mir, Andrea Berg. Vicky Leandros. Katja Epstein. Wow, viele unterschiedliche. Wer will anfangen? Da haben wir, glaube ich, alle ziemlich gleiche Meinungen. Ja. Also Ehrlichkeit, Lügner kann ich überhaupt nicht ausstehen. Geradlinigkeit, Treue. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist auch ganz wichtig Toleranz. Wir leben in einer sehr bunten, vielfältigen Welt und dass wir alle miteinander klarkommen, weil Toleranz eigentlich die Grundvoraussetzung für. Deswegen halte ich das für eine sehr wichtige Eigenschaft. So, ihr hattet Zeit zu überlegen. Jetzt ihr. Also für mich ist Zuverlässigkeit ganz wichtig, um noch was Ergänzendes zu sagen. Ja, Zuverlässigkeit. Ja, soziales Engagement, ganz wichtig. Stille Helden. Ein Duett singen, brauche ich nicht lange nachdenken. Wieder ein Mann, sorry, also nicht, dass ich hier irgendwie einen falschen Hals hier rein, aber mit Paul McCartney natürlich. Ja, da bist du mir zuvor gekommen, aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge Leute. Also es gibt auch in Deutschland gute, wie ich finde, sehr gute Sänger. Also ich zum Beispiel den Typ von Pur finde ich super. Den Hartmut Engler. Hartmut Engler, mit dem würde ich gerne zusammen singen. Ich finde zum Beispiel Adel Tawin, könnte ich mir auch vorstellen, wäre was Besonderes. Ich würde gerne mit dir mal ein Duett singen. Hey, Micky! Hey. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, wenn ich alle meine Fehler aufzählen würde. Aber ich habe ein Motto. Fehler sind richtig. Weil man aus Fehlern lernen kann. Wenn man nicht draus lernt, ist schlecht. Aber wenn man draus gelernt hat, dann kann man es beim zweiten Mal ja nur besser machen. Insofern, Fehler sind richtig. Mein größter Fehler war immer eine kurze Zündschnur. Das bedeutet, die Schwelle, um sich zu ärgern, war immer sehr niedrig. Aber das hat sich bei mir ein bisschen Gott sei Dank gelegt. Da bin ich sehr froh darüber. Ich würde meine Fehler ja eingestehen, wenn ich welche hätte. Ich habe auch keine. Wir hängen uns damit dran, weil wir erkannt haben, ohne geht's nicht. Social Media ist für uns als Unternehmen das beste Mittel, unsere Songs, also unsere Babys zu verbreiten. Man darf aber über Social Media durchaus geteilter Meinung sein. In bestimmten Bereichen ist es mitunter schon anstrengend, wenn wirklich alles und jedes gepostet wird, wie es meinem Wellensittich gerade geht, warum meine Katze Durchfall hat oder weiß ich was. Es gibt da schon Befindlichkeiten, aber es hat auch sein Gutes, ja. Sollen wir mal anfangen? Wir können es ja der Reihe nach machen. Ja. Nach Karneval machen wir erstmal ein paar Tage Urlaub, aber dann? Dann bereiten wir uns intensiv vor auf ein ganz wichtiges Projekt, was wir inzwischen seit 20 Jahren machen, nämlich die Höhner Rock in Roncalli Show, in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Roncalli, wo wir Zirkusartistik mit unserer Musik, wie wir finden, auf eine sehr glückliche Art und Weise miteinander verbinden, um die Leute und der Zuspruch des Publikums bestätigt uns eigentlich jedes Jahr, dass wir genau richtig liegen. Ja. Nach der Höhner Rock in Roncalli Show machen wir die Open Airs, die Festivals, die es so auf der Welt gibt. In ganz Deutschland sind wir unterwegs, auf allen möglichen Bühnen, bei großen Stadtfesten oder was auch immer. Dann machen wir ein paar Tage Sommerferien und dann geht's weiter. Und dann geht's direkt weiter mit Höhner Classic. Da sind wir auch dieses Mal bundesweit unterwegs. Und das wären diesmal, glaube ich, um die 10 Konzerte. Das ist dann richtig mit großen Philharmonieorchester. Die Junge Sinfonie begleitet uns. Und wir werden dann ganz anders, in ganz anderem Gewand erscheinen und das macht uns riesen Spaß. Also das wird dann August, September sind wir damit unterwegs. Höhner Classic. Und weiter geht's mit
Dann sind wir auf der Herbsttour, dann kommen die Oktoberfeste, auch sehr interessante Auftritte. Und zum Jahresende werden wir dann halt ab Ende, Mitte, Ende November halt unsere Weihnachtstour spielen, die dann bis zum einschließlich 22.12. geht. Und dann gehen wir in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. 24 Weihnachtstage, 23 Höhner Weihnachtskonzert, das ist der Wahnsinn. So, das Höhnerjahr ist rund und es macht uns allen unglaublich viel Spaß. Im Jetzt und Hier. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich fühle mich pudelwohl und ich hoffe, dass unsere Kinder das Richtige tun, dass uns geht's gut, dass erhalten bleibt. Wir müssen an so viele Dinge denken, an die Umwelt beispielsweise, aber da sind die Richtigen schon unterwegs. Fridays for Future, wir sind auf dem richtigen Weg und wir kriegen das auch hin. Also Hier und Jetzt ist in der Tat, und wie finde ich für mich auch, sehr angesagt, aber ich finde auch Rock'n'Roll-Zeit, Elvis, finde ich sehr, sehr spannend. Ich fand die Frisuren sehr cool damals. Ja, ich lebe auch gern in dieser Zeit, aber manchmal träume ich so vom Mittelalter. Also, ich habe da so als Ritter gekämpft und so und war als Musiker von einem Wirtshaus zum anderen unterwegs. Als Barde, ja genau. Also das, ich glaube, ich habe da schon mal gelebt in dieser Zeit. Man kann es sich nicht aussuchen, man muss das Beste aus der Situation machen. Mein Lebensmotto ist immer nach vorne schauen, gut gelaunt und alles wird gut. Alles wird gut. Wunderbar.